Guten Tag, ich bin Chloe Lopez Gomez, die erste schwarze Ballerina beim Staatsballett Berlin. Vor 2 Jahren kam die Französin nach Berlin mit großen Erwartungen. Sie hat schon in mehreren internationalen Kompanien getanzt. Aber noch nie zuvor ist sie so rassistisch beleidigt worden wie in der größten deutschen Ballettkompanie. Ich stand in den 2 Jahren unter Beobachtung einer Ballettmeisterin, die sagte, das Staatsballett hätte mich nicht engagieren sollen, weil ich eine Schwarze bin. Eine Frau auf Collar in einer Ballettkompanie sei unästhetisch. Die Ballettmeisterin hat mich gezwungen, mich weiß zu schminken für eine Schwanensee-Aufführung, damit ich weißer erscheine. Lange hat Chloe Lopez Gomez nicht über ihre Rassismuserfahrung gesprochen. Nun, nachdem ihr Vertrag nicht verlängert wurde, hat sich ihr Schweigen gebrochen. Die Black Lives Matter-Bewegung hat mich bestärkt, darüber zu reden. Außerdem will ich nicht, dass kleine schwarze Mädchen, die klassische Tänzerin werden möchten, denken, dieses Metier sei für sie verboten. Weißschminken sei mittlerweile tabu beim Staatsballett, erklärt die Interimsintendantin Christiane Theobald. Sie will erst Anfang Oktober von dem Vorfall erfahren haben. Seit 2018 war es ganz klar in der Ansage, kein Whitefacing mehr. Christiane Theobald muss sich nun um die Aufarbeitung des Falls kümmern. Sie will einen Verhaltenskodex einführen und plant eine Antirassismus-Schulung für alle Mitarbeiter. Ballettmeister brauchen auch verpflichtend Weiterbildung, um so vorbereitet zu sein, dass sie mit sehr vielen unterschiedlichen Kulturen in der richtigen Art und Weise umgehen können. Ob der Fall Konsequenzen für die besagte Ballettmeisterin hat, ist noch nicht öffentlich gemacht worden. Für Chloe aber kommt die Aufarbeitung zu spät.